Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Ender Game Serie. Heute für das Kid Super Mario und es hat eine Abstimmung ganz knapp gegen das Chameleon Kid gewonnen. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztendlich waren es dann ungefähr 1000 Stimmen Unterschied. Nämlich das Chameleon Kid hatte 12.000. Oh, ich habe zu viel gelabert und zu wenig gemacht. Der Anfang verpasst. Na geil. Das Chameleon Kid hatte 12.000 Stimmen und das Mario Kid hatte 13.000 plus. Insgesamt wurden 31.000 Stimmen abgegeben. Ist eine krasse Leistung. Ja, und herzlichen Glückwunsch an Super Mario Kid für den Sieg. Aber dann gucken wir auch mal, ob das Super Mario Kid auch wirklich was taugt. Oh Mann, ich habe ja auch echt ein Glück. Kein Eisen, keine Dias. Kurz zu den Infos, was das Super Mario Kid kann. Also Super Mario Kid startet halt mit dieser Ausrüstung hier, einer blauen Lederhose und einer roten Lederkappe. Was jetzt nicht unbedingt, ja, irgendwas stark ändert oder so am Spielgeschehen, einfach nur zur Optik. Und dann die Fähigkeiten, wie ihr gerade vielleicht seht, ich hüpfe ein bisschen höher. Also der Super Mario hat einen Jump Boost. Und wenn ich in der Luft mich ducke, dann macht er angeblich eine Stampfattacke. Aber das kann man irgendwie so richtig schlecht wahrnehmen, finde ich selber als Spieler, weil, keine Ahnung, es kommt keine Animation oder irgendwas oder so. Schwer zu erklären. Ich finde es irgendwie, ich finde es seltsam. Keine Ahnung. Ich kann mir schwer vorstellen, mit dieser Stampfattacke wirklich jemanden anzugreifen, weil ich glaube, dass, wo sind die Holzsachen da? Weil ich glaube, dass, Simon, red mal vernünftig. Ich glaube, dass man in der Zeit, wo man irgendwie hochspringt und dann diese Stampfattacke auf jemanden macht, dass der dich in der Luft schon so oft schlagen kann, dass es viel sinnvoller ist, einfach anzugreifen, so. Autsch. Ja, aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe ja, dass wir diese Stampfattacke in dieser Runde sinnvoll einsetzen können. Das finde ich super, aber keine Ahnung. Ich habe, ja, also vom Mario Kit muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein Kit, wo ich ein bisschen Vorteile habe. Vorteile sind eigentlich nie gut, das stimmt. Ist hier in der Nähe jemand? 60 Blöcke, auch schnell. Vorteile sind eigentlich nie gut, das stimmt, aber das Mario Kit ist echt so ein Kit, wo ich die meisten Vorteile habe. Ich finde das irgendwie, das hat irgendwie für mich so eine, das hat für mich so einen unnützen Beigeschmack. So. Im Hintergrund sitzt übrigens der Peter. Hallo Leute. Was machst du? Schneidest du gerade was? Okay, er lädt ein Video hoch und hat den Tab geschlossen. So. Dieses Opfer. Oh, da vorne ist einer. Okay, der hat noch nicht so wirklich krasse Sachen. Komm, ich würde gerne eine Stampfattacke machen. Oh, drei Dias. Ja, mega. Okay, komm, ich würde gerne eine Stampfattacke auf dich machen. Okay, er will mich mit mir tauschen. Aber warum will er das? Warte nochmal kurz. Die Stampfattacke hat nichts gebracht. Aber ist gut, wenn er sich wehrt, kann ich ja erstmal ausprobieren. Hä? Doch, 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 die Stampfattacke bringt was. Doch, sie bringt was, aber, oh, ich hab, gut, das war irgendwie so ein Typ, der sich nicht richtig gewehrt hat. Und da konnte ich mal richtig ausprobieren gerade. Die Stampfattacke, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich gesehen habt, aber man muss überhaupt nicht hochspringen. Man kann auch ganz, ganz kleine Sprünge machen und diese Stampfattacke machen. Und das macht halt einen minimalen Schaden, aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist genauso nutzlos, wie ich erwartet habe. Also das Mario Kit kann man echt mal ein bisschen buffen, weil, keine Ahnung, was bringt ein Kit, was ein bisschen Jump Boost hat und so eine Stampfattacke, die meiner Meinung nach nicht stark genug ist, dass es sich lohnt, die einzusetzen, wenn man schon ein Känguru-Kit hat. Es gibt ja das Kit Känguru. Es gibt ja das Kit Känguru und da kann man ja auch, hat man auch Jump Boost. So, warum soll man dann das Mario-Kit nehmen, so? Das ist die Frage. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall nochmal in der nächsten Abstimmung das Chameleon-Kit reinnehmen, weil es so eine knappe Abstimmung war. Und ich werde auch mal das Känguru-Kit dazu nehmen. Dann können wir vielleicht, falls ihr Bock auf das Känguru-Kit habt oder das Chameleon-Kit. Shit, der hat viel bessere Ausrüstung. Oh, gut, habe ich aber erwischt. Ob das jetzt mit der Stampfattacke zu tun hatte? Ich habe eine kleine Stampfattacke gemacht, aber das glaube ich nicht, dass da irgendwas mit zu tun hatte. Boah, ich wurde ja gerade geportet, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, die ganzen Sachen hier einzusammeln. Das ist gut. Alter, jetzt bin ich Full Iron, obwohl ich nichts dafür getan habe. Ja gut, ich habe einen Typen getötet mit Full Iron, das ist schon was dafür getan, ne? Ja. Ja, ich habe es verdient. Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, gefällt mir nicht so, das Kit. Also, vielleicht kommt ja noch was in dieser Runde, was mich überrascht. Werfer an der Schnelligkeit. Aber bisher, es haut mich nicht vom Hocker. Okay, ich könnte dir Helm jetzt machen und ja. Gut, vier Spieler noch. Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, da würde ich eher das Känguru-Kit bevorzugen, um diesen Jump-Boost hier zu haben. Ich glaube, das Känguru-Kit hat dann noch deutlich besseren Jump-Boost. Und diese Stampfattacke, also später im Endgame, wo alle Leute dann Dia-Schwert und Dia-Rüstung zu haben, ich glaube nicht, dass da diese Stampfattacke irgendwas bringt, weil der eine Typ, habt ihr gesehen, der hatte nichts, der hatte keine Rüstung und der hat sich nicht mal gewehrt, was passiert ungefähr mal nie.
Das war ultra Glück, dass wir es da demonstrieren konnten. Der Typ hat sich einfach nicht gewehrt, der ist einfach rumgelaufen. Und ich habe dann den zweimal mit der Stammvertrag oder dreimal mit der Stammvertrag getroffen. Ich weiß nicht ganz genau, könnt ihr nochmal zurückspulen und euch angucken. Der hat halt, ohne dass ich ihn geschlagen habe, hat der Schaden bekommen. Das war die Stammvertrag. Und es hat irgendwie so das, den Anschein gemacht, als hätte das nicht wirklich was gebracht. So, und wenn halt jemand ohne Rüstung durch diese Stampfattacke schon zwei Stampfe aushält, was genau bringt die Stampfattacke dann bei jemandem mit einer dicken Rüstung? So, keine Ahnung. Also, vielleicht wurde das Mario Kart auch nicht so überarbeitet wie die anderen. Okay, der Typ hat ein verzaubertes Schwert. Okay, was mache ich denn jetzt? Soll ich gegen den Bogen kämpfen? Ja. Oh, er ist ein Känguru. Okay, wir haben also beide ein Kit mit Jump Boost. Läuft bei uns. Okay, ich glaube, ich habe jetzt auf genug getroffen. Ich glaube, ich habe eine Enderperle. Oh, er hat ein verzaubertes Tierschwert. Oh, mein Gott. War die richtige Entscheidung, aber in dem Moment zuzuschlagen. Okay. Das Tierschwert und so ein Kram kann ich mir mal gönnen hier. Das verzaubertes Tierschwert hier, ja. Heiltränke und eine Dierschuhe. Und ein Dierkrönchen. Jawoll. Ja, sehr gut. Oh. Geht's hier irgendwo? Ist hier ein Gegner? Nee. Okay, der Kampf. Aber das hat mir. Da hat der Mario mir nichts gebracht bei diesem Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde sagen, dieses Mario Kit, das bringt mir nicht wirklich was. Keine Ahnung. So. Einfach nur der Vergiftung. Trifft der Schnelligkeit, ja. Na gut. Ja, dieser Jump Boost ist halt nett. Ist halt eine nette Sache, dieser Jump Boost. Aber ich glaube, da kann man auch einfach das Känguru nehmen, wenn man halt was zum Jumpen will. Weil das Känguru wird auch hier hochkommen. Guck, der Mario nicht. Der Mario hat nämlich. Hat er zwei Sprünge? Nee, er hat nur ein bisschen mit Jump Boost. Also, er kann höher springen als die anderen, aber. Also. Keine Ahnung, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Mario Kit haltet. Findet ihr es auch zu schwach? Oder denkt ihr, Simon, das Kit ist ultra stark? Bist du dumm? Bist du eigentlich dumm? Kann natürlich. Bist du eigentlich total dumm? Was ist eigentlich das da? Okay, ich gehe mal auf diese Bäume rauf. Hier irgendwo der nächste Gegner. Oh, shit. Okay, shit. Ich werde jetzt mal diesen. Der hat eine gute Rüstung. Ich habe einen Goldapfel gegessen. Oh, ja. Ach, ich habe gewonnen. Okay, GG. Alter. Ja, aber irgendwie wirklich dieses Gefühl, das Kit hat einem nicht wirklich weitergeholfen in diesem Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Also, der Goldapfel hat mir geholfen. Mein Equip hat mir geholfen, aber. Junge, aber. Naja, also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Kits, die wir gespielt haben, kommt mir das Mario-Kit am schlechtesten vor. Ich will es jetzt nicht haten, das Mario-Kit. Also, ich will es jetzt noch nicht bashen, aber es könnte eine kleine Verstärkung gebrauchen. Also, keine Ahnung. Ich finde, wenn man diese Stampfattacke macht, soll irgendwie schon irgendwie das Gefühl kommen, du zerstampfst auch Leute damit. Was cool wäre, wäre so ein Rückstoß, wenn man irgendwie. Auf jemanden draufstampft und dann kommt so ein Rückstoß. Und dass man halt, während man eine Stampfattacke macht, dass man eben keinen Fallschaden oder so bekommt. Keine Ahnung. Aber, keine Ahnung, vielleicht schreibt ihr mir auch einfach, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht mit dem Kit. Oder vielleicht ist das Kit halt auch wirklich nicht so stark. Naja, es hat doch trotzdem auf jeden Fall eine spaßige Runde. Ich werde in die Abstimmung jetzt das Chamäleon packen, weil es halt relativ knapp war. Und ich werde noch das Känguru packen, weil das Känguru jetzt als Kit nach dem Mario-Kit nochmal, glaube ich, Sinn machen könnte. Weil halt auch ein Jump-Kit ist, damit man es besser vergleichen kann. Und dann werde ich noch zwei andere reinpacken, die ich in den Kommentaren finde. Und dann könnt ihr abstimmen. Ihr könnt natürlich eins von beiden nehmen oder ihr könnt natürlich was ganz anderes nehmen. Das ist euch überlassen, wo ihr am meisten Bock drauf habt. Das solltet ihr immer entscheiden. Ja, und dann sehen wir uns halt morgen wieder bei der nächsten Runde Ender Games und heute Abend noch bei einem schönen Vlog. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.